Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren OST-Challenge. Wer es nicht kennt, da geht es darum, dass ich jetzt gleich irgendwie in 10 verschiedene Soundtracks reinhöre und dann erraten soll, was das für ein Soundtrack ist, also wo er in einem Spiel vorkommt oder in welchem Spiel er vorkommt, wie der Titel heißt. Und das Genre darf ich, glaube ich, auch sagen. Ich weiß es gerade nicht so genau. Und da die Leute mich schon wieder drängen, dass ich das mal machen soll, würde ich sagen, starten wir einfach mal. Und ihr könnt gerne mitraten, wenn ihr davon irgendwas kennt. Ich werde wahrscheinlich wieder kaum was erraten. Aber ja, wir schauen mal, wie ich mich diesmal anstelle. Dann viel Spaß. Okay, das klingt weihnachtlich auf jeden Fall. Ach Gott. Ich sage mal, es erinnert mich ein bisschen an Paper Mario, an das auf dem Nintendo 64, in dieser Toadstadt da, gleich am Anfang, wenn ich ehrlich bin. Ist wahrscheinlich was anderes, ich sag trotzdem Mario. Und der Titel heißt Toadville. Ja, ganz bestimmt. Ja gut, das sollte klar sein, das ist Tetris. Tetris-Theme, oder wie heißt das? Das heißt doch einfach nur Tetris-Theme, oder nicht? Tetris-Theme 1, 2, 4, 5, 2, 1. Dazu könnte ich eigentlich auch mal ein Let's Play machen. Ein Tetris-Let's Play. Das ist bestimmt toll. Geil, ich habe endlich mal Punkte. Okay, was muss man noch sagen? Was ist denn das für ein... Was ist denn das für ein Genre? Puzzle. Genre Puzzle. Tetris. Tetris Ultimate. Okay, ist ein bisschen düsterer. Wird wahrscheinlich irgendeine Story erzählt. Irgendeine ganz traurige Story. Meine Mutter ist gestorben, während ich 2 Jahre alt war. Es war schrecklich. Ich in meinem Kinderbett, meine Mutter hat mich gerade gefüttert und dann kam der Einbrecher und hat sie entführt und ermordet. Ja, ich würde mal sagen, irgendwie ein RPG. Welches genau, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird da irgendeine Story erzählt. Ja. Hört sich wie ein Kampfspiel an? Ich kenne leider nicht so viele Kampfspiele, ich kenne nur Tekken und Mortal Kombat und sowas. Von daher, ich sag trotzdem mal Beat'em Up halt und welches Spiel? Das ist wahrscheinlich irgendein älteres Spiel. Ich kenne die ganzen alten Spiele nicht. Eventuell ist das. Hier, wie heißt das? Von Atari. Wer ist denn das nochmal? Ich komm nicht drauf. Egal. Weg mit dem Song. Weiter. Go, go. Das kenne ich auch irgendwo hören. Ba, 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 ba. Aber woher genau? Irgendwas Zukunftartiges auf jeden Fall. So Metroid-artig. Na? No. Nee, nee, hier, Japan-RPG. Das ist. Tales of Celia oder sowas? Kann das sein? Oh, ich mache mich hier wieder zum Deppen. Ich weiß gar nichts. Na, ich habe ja zumindest schon mal 2 Punkte durch Tetris. Das klingt sehr fröhlich. Yay! Aber in was für ein Spiel kommst du. Oh, warte, das. Das ist wahrscheinlich ein Jump'n'Up. Jump'n'Run. Jump'n'Up. Klingt auf jeden Fall sehr fröhlich. Wäre da jetzt noch ein Kazooie oder so dabei, dann hätte ich Banjo-Kazooie gesagt, aber so. Aber mit Kazooie, das könnte echt gut sowas sein. Aber es ist wahrscheinlich ein Jump'n'Run. Aber welcher genau? Weiß ich nicht.
Na denn? Na egal. Ich weiß schon wieder gar nichts. Okay, bei dem weiß ich nicht mal, in welche Richtung das gehen soll. Ah, doch, irgendwie mittelalterlich. Oder italienisch. Italienisch-französisch so. Ja, irgendwas Französisches, aber was genau? Boah. Woher soll ich das wissen? Ein Western-Spiel. Ja, ein Western-Spiel. Oh. Hä? Woher soll ich das wissen? Okay, ich kenne viel zu wenig Spiele, ich merke das schon wieder. Ah, das sind doch alles so alte Spiele wahrscheinlich. Klingt aber fröhlich, ja. Genre wieder Jump'n'Run, würde ich sagen. So Jump'n'Run Adventure-mäßig. Während eines Bossfights? Sly Cooper? Das ist übrigens schon das letzte Lied, glaube ich. Müsste das letzte sein, ja. Und würde ich auch wieder so einordnen, dass es ein Credits-Lied ist. Also am Ende von einem Spiel. Aber zu welchem Spiel genau das gehören soll? Okay, aber das war dann auch schon das letzte Lied. Sollte jetzt gleich vorbei sein. Ganz genau jetzt, ja. Und ja, habe jetzt nicht wirklich viel erkannt. Tetris war relativ eindeutig. Obwohl ich da wahrscheinlich den Songtitel auch falsch gesagt habe. Und ja, dann würde ich sagen, hattet ihr hoffentlich Spaß beim Mitraten. Ich werde auf jeden Fall in die Beschreibung die Lösungen noch reinschreiben, sobald die online sind. Das mache ja nicht ich, das macht der Fotech Games. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr noch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.